Jesus, kennt ihr die Geschichte, haben sie gefragt, seine Jünger, Herr, lerne uns beten. Und dann lernt er ihnen ein seltsames Gebet, das wir bis heute haben, wo wir nicht unbedingt immer runterrattern sollen, als Tradition, weil alles, was Tradition ist, tötet. Stimmt das? Alles, was du wiederholst, tötet. Offenbarung ist Leben. Und wenn du eine Offenbarung bekommst, ist es Leben. Und wenn die Offenbarung plötzlich eine Tradition wird, kann diese Tradition töten. Und wir müssen Achtung geben, weil manchmal ist die Offenbarung ist so eine Begeisterung, so viel Freude, so viele tolle Sachen. Und wenn sie dann umsetzt und dann geht die Freude weg, man merkt es gar nicht und plötzlich fängt an, das, was du bekommen hast von Gott als Leben, und es fängt an zu töten. Wir hatten eine Zeit gehabt in der Gemeinde, wo ein sehr starker prophetischer Geist war und wir haben da so die Propheterabend oder die Trinkabend genommen, wo Momente gehabt haben, wo man prophetisch gesungen haben und es war so stark. Und wir haben das sogar aufgenommen und haben auch gemerkt, wenn wir es das zweite Mal, dritte Mal gehört haben, hat es die Kraft verloren. Es war ein prophetisches Lied für einen ganz besonderen Moment. Tradition kann sogar das Prophetische töten. Und da müssen wir Achtung geben, dass wir immer wie in der Wüste frisches Manna bekommen. Dann immer frisches Manna bekommen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir abhängig sind von dieser Quelle, wie frisches Manna gibt. Und sie haben den Herrn gefragt, Herr, lerne uns beten. Und dann dieser erste Satz, finde ich, für mich ist so ganz stark, so unser Vater, mein Vater. Ist es auch dein Vater? Hör zu, ob du jetzt in Australien bist, ob du in Kanada bist, in Afrika bist, ob du in Djerba bist, du hast einen Vater im Himmel, der ist über dir. Muslim beten Richtung Mekka. Vielleicht mal hat mich, ich möchte sagen, ich muss mich schon bewundern. Vielleicht mal war ich auf der Autobahn in Deutschland und plötzlich kommen drei Männer raus und die haben dann ihren Kompass rausgeholt und auf diesem Kompass ist Mekka drauf. Dann haben sie ihre Teppich auf der Autobahn vom Parkplatz rausgeholt und haben gebetet Richtung Mekka. Es gibt Juden, die beten immer noch Richtung Jerusalem. Wir beten nicht Mekka, nicht Jerusalem, sondern wir beten oben zum Vater. Weißt du was, und da brauchen wir keinen Kompass. Es ist egal, wo du bist, in deinem Gebetsraum, ob du im Krankenhaus bist, egal wo du bist, über dir ist ein Vater, ist dein Vater. Und ich glaube, das haben wir manchmal verloren. Unser Vater, ist egal, wo du bist, du hast einen Vater, ob du ihn spürst oder nicht spürst. Das bekomme ich nicht durch Spüren, sondern bekomme ich durch das Glauben. Diesen Glauben sollst du nie verlieren, das ist egal, wo du bist, du hast einen Vater im Himmel. Und weißt du was, der sieht dich und der kennt dich. Und es ist egal, wo du hast einen Vater und du bist nie allein. Das Problem ist, du musst diese Bindung, diese Beziehung zum Vater einfach nie verlieren. Ich wollte gerade die vorne fragen. Dieser Vater im Himmel, der ist da. Er ist über dir und es ist egal, wo du bist, er ist immer da. Nur du darfst diese Verbindung mit ihm nicht verlieren. Unser Vater im Himmel, geheiligt sei dein Name. Was bedeutet denn geheiligt? Geheiligt bedeutet keine Sünde, keine Fehler. Du hast einen Vater im Himmel, der hat keine Sünde, der macht keine Fehler und er kennt dich und dieser Vater ist heilig. Das haben wir ab und zu verloren, das Wort heilig, was es bedeutet. Ohne Makel. Wir haben alle in unserem Leben einen Vater gehabt. Und manche bessere und manche schlechter. Aber der, wie von euch, der beste Vater gehabt hat, der hat trotzdem einen Vater gehabt mit Sünde. Und war kein Vater von uns, war perfekt. Aber dieser Vater im Himmel, der ist heilig, er ist perfekt, er macht keine Fehler, egal welche Entscheidung er macht, er macht keinen Fehler, er weiß es. Und das hat mir sehr viel geholfen in meinem Leben. Mein Vater hat immer diese, wenn er das nicht verstanden hat, sagt er immer, Gott weiß es.
Gott weiß es. Und du kannst entspannt sein, es ist dein Vater und er macht keinen Fehler. Und weißt du was, das macht, dass wir theoretisch als Christen entspannter leben müssten. Haben wir einen Vater im Himmel, der weiß alles, er kennt alles. Geheiligt sei dein Name. Und da fängt das Problem an. Ich kann es nicht mehr hören, wenn Leute mir sagen, ja, ich bin auch gläubig und ich bete auch manchmal zum lieben Gott. Dieses Wort, lieber Gott, Entschuldigung, ich kann es manchmal nicht mehr hören. Die liebe Gott, ja, es ist so auf dieser Ebene, die liebe Nachbar und die Frau da oben, die liebe Katze und es ist alles auf, alles lieb. Mein Gott ist nicht der liebe Gott. Mein Gott ist mein Vater und er ist heilig. Verstehst du? Diese Leute, wie man erzählt vom lieben Gott, ich frage mich immer, wie stark diese Beziehung ist, diese allgemein liebe Gott hilft mir, der liebe Gott macht das. Weißt du, es ist für mich nicht die liebe Gott, es kann manchmal auch ein, ja, ein strenger Vater sein. Und ich möchte eine Verbindung haben mit diesem Vater, sein Name soll geheiligt sein. Sein Wille soll geschehen. Und was bedeutet das? Nicht mein Wille, nicht dein Wille. Wenn du betest und zu Gott gehst und würdest immer dein Wille wegmachen, würde wahrscheinlich dann, würdest viel weniger beten und effektiver beten. Wie viel Mal gehst du und ich zu Gott, um mein Wille, dass er gesegnet wird, dass mein Wille gut wird? Herr, ich bringe dir mein Wille, meine Sehnsucht, mein das, ich möchte das und ich möchte das. Ich bin froh, wenn ich zu Gott jetzt gehe und sage, Herr, nicht mein Wille, sondern dein Wille. Ich gebe dir alle mein Wille weg. Was ist dein Wille? Und du wirst bei diesem heiligen Gott stehen. Wisst ihr, das ist das, was ich mir heute, was ich mir die ganze Woche wünsche. Dass wir kommen und sagen, Herr, wir sind hier. Wir wollen nicht unser Wille, sondern wir möchten, dass dein Wille geschieht. Alle unsere Wille wollen wir so, wie man sagt, immer vor der Tür lassen und wollen hier reinkommen und sagen, Herr, dein Wille geschieht. Du bist ein heiliger Gott, du bist ein heiliger Vater. Dein Name sei geheiligt. Dein Reich komme, wir kommen nicht, um unser Reich zu bauen, sondern Herr, auf Djerba in Tunesien, dein Reich soll gebaut werden. Nicht wir wollen etwas für uns bauen, sondern wir sind ganz neutral. Wir wollen keine Gemeinde bauen, keine Religion herbringen. Wir wollen nur etwas, dass dein Reich hier gebaut wird. Und das ist für mich eine Voraussetzung für Beter oder prophetische Beter, dass sie sich auf diese Plattform stellen. Du betest nicht zu einem lieben Gott, sondern du betest zu deinem Vater im Himmel. Ich möchte sagen, es wäre es nicht viel besser, dass unser Gebet, wie wir alle Tage beten, viel kürzer werden. Aber dass das wieder da ist, mein Vater ist da. Heute Morgen bin ich aufgestanden und habe ich einen Kaffee getrunken und dann habe ich mein Tablet hochgenommen, wollte ein bisschen etwas reinschauen, ob ich Nachrichten bekommen habe. Und dann war ich so enttäuscht, weil gestern Abend war der Computer, mein Tablet war fast leer. Und dann habe ich heute Nacht auf die Steckdose gemacht und dachte, wenn ich jetzt heute Morgen aufgehe, ist hundertprozentig gefüllt. Und zwar nur noch 3-4% drauf. Dasselbe wie gestern Abend. Und der erste Gedanke, ei, ist der Akku kaputt. Und dann habe ich gedacht, vielleicht kann es gar nicht der Akku sein. Habe ich gemerkt, der Stecker war nicht ganz drin. Und da war leer. Und jetzt, wenn wir beten, ist der Stecker immer ganz drin. Der Stecker zu oben. Oder rattern wir etwas runter, lieber Gott, ich brauche das, das und das und das und segne mich und meine Familie, das und mich und mich. Und Amen, dann gehen wir. Vielleicht ist der Stecker gar nicht drin gewesen. Könnte es sein, wenn du betest, dass du öfters der Stecker gar nicht drin ist. Dieser Stecker nach oben, mein Vater, hallo, bist du da? Bist du mein Vater? Der Geist Gottes sagt in deinem Geist, dass du Kind Gottes bist. Und wenn der Heilige Geist kommt, wenn du anfängst zu beten, plötzlich weißt du, das ist mein Vater. Und dann ist dieser Stecker drin. Dein Name sei geheiligt. Dein Reich komme.
in meinem Leben, in meinem Herzen, in meiner Familie, in meiner Stadt, in meiner Gemeinde, beim Ort, wo ich stehe. Das Gebet allein würde schon die ganze Welt verändern. Stell dir vor, du würdest nichts anderes beten. Du wirst nie beten für dich, nie beten für deine Gesundheit, nie beten für dich. Du wirst nur das Gebet machen. Hättest du in deinem Leben Mangel? Weil die Bibel sagt, trachte zuerst am Reich des Herrn und ich werde dir alles andere geben. Das Problem ist, dass diese Stecker reinmachen zum Vater ist nicht immer ganz leicht, weil wir meistens immer in unserem Seele sind, unserem Stress sind, unter Druck sind. Wir haben sehr viel gelernt über Gebet. Wir haben sehr viel gelernt über Gebet. Und wäre es nicht leichter, diese Stecker wieder zu finden und zu beten? Und es hat öfters auch etwas zu tun mit unserem eigenen Vater. Und ich weiß, ganz viele von euch haben darüber schon gehört. Aber heute Morgen, wie ich so im Gebet war, fing der Heilige Geist noch Sachen an zu zeigen, so ein bisschen über mein Leben. Ich habe schon, glaube ich, gestern erzählt, ich war die Lieblings meines Vaters. Und bis im Jahr 4, 5, 6 Jahre war mein Vater, nicht nur mein Vater, sondern es war mein Held. Weißt du, wenn du einen Vater hast, wie Held ist und Vater und es für dich alles, ich weiß noch als Kind, das Größte, was mein Kind gab, wenn mein Vater zu Hause war und hat mit mir oder hat mit uns Kinder gespielt. Es gab niemand, wie so gut spielen konnte mit uns Kinder wie mein Vater. Und wenn wir Urlaub gehabt haben, das Schönste war nicht, dass wir irgendwo weit weg gefahren sind, dass der Papa da war im Urlaub und hat sich um seine Kinder bekümmert. Er ist mit uns spazier gegangen, er hat Pilze gesucht, hat alles gemacht mit uns. Und das war für mich alles und meine schönste Erinnerung, ich glaube, er hat so ein altes Mofa gehabt, wie er mich mal in den Kindergarten gefahren hat mit dem Mofa. Ich war hinten drauf. Ich war stolz, wie es eine Ferrari gewesen wäre. Mein Papa hat mich macht mal endlich eure Handy raus, ganz ehrlich. Es stört nicht allein die Leute, es stört aber auch die Gegenwart Gottes, weißt du. Müsst du einfach aufhören. Lass dich doch einfach im Zimmer drin, für immer, gell? Schön. Und für mich war das Schönste, so Erfahrung drin in meinem Leben drin, einen Papa zu haben. Und das ging so bis, weiß nicht. Und dann der Papa hat sich um alles bekümmert und mein Papa hat sich viel Zeit genommen. Und ich kann das sagen, ich habe mit 4, 5 Jahren Damebrett gespielt. Und ich war gut. Und auch, ich habe mit 5 Jahren 66 gespielt. Mit 6 Jahren konnte ich schon Schach spielen. Ich konnte in die Schule gehen mit 6 Jahren und ich konnte schon bis 500 zählen, additieren und zumachen und alles Mögliche. Und die Lehrer konnte es nicht glauben. Sie sagten, es geht nicht bis der erste Klasse. Ja, ich habe viel Karte gespielt. Und da muss man zählen. Ich habe gesagt, mit 6 Jahren habe ich Schach gelernt, habe ich Schach gespielt. Und dann kam diese bisschen spätere Zeit, wo ich so 8, 9, 10 Jahre war und Papa hat immer noch so gern mit mir gespielt. Und dann kam die Zeit, ich kann mich noch erinnern, der Vater gesagt hat, nach Mittagessen machen wir eine Party Schach. Und ich sagte, ja, wir machen eine Party Schach. Und ich war so immer am Fenster und ich habe das Fenster rausgeguckt und plötzlich habe ich gesehen, wo meine Freunde draußen Fußball spielen. Und ich habe gerne Fußball gespielt. Und dann habe ich immer extra ganz schnell verloren. Ich glaube, der Papa hat es gemerkt. Und ich merkte, dass meine Freunde, mit denen ich Schach gespielt, mit Fußball gespielt habe, waren im Moment wichtiger als diese Schachspiele oder die Beziehung mit dem Papa. Und es kommt zur Zeit, auch in unserem geistlichen Leben. Wenn wir uns bekehren, ist Gott unser Held. Da sind wir verliebt, das ist alles. Verstehst du? Und dann kommen Sachen in unserem Leben drin, wie auch sehr wichtig ist, Business und Familie und Dienst und alles Mögliche. Und das kann ein bisschen das einfach zu verloren gehen. Und dann kam eine Zeit, ich möchte mal sagen, wie gar nicht so leicht war, wo mein Papa hat immer klassische Musik geliebt und er hat immer Choräle und christliche Musik drauf gehabt. Aber meine Freunde haben andere Musik geliebt. Und wenn man dann dasselbe Alter hat, möchte man die Musik haben von meinen Freunden, die auch nicht nur ungläubig waren. Und plötzlich merkte ich, wie ich anfange, so die andere Musik, und das war so ein bisschen Konfrontation, dass die Musik wie gegen die Musik war.
Ich bin in einem ganz religiösen Haus aufgewachsen, wir waren sehr, sehr streng. Und beispielsweise meine Jugend war immer, ein Christ hat kurze Haare zu haben. Und alle anderen haben lange Haare gehabt. Und da war diese Zeit, wo ich mich durchgesetzt habe und ich kann euch noch ein Foto zeigen, Haare gehabt bis hier. Meine Mutter hat jeden Sonntag geheult am Mittagstisch. Jeden Sonntag hat sie angefangen zu heulen, auch um meinen Vater zu manipulieren. Mein Sohn hat die längsten Haare der ganzen Kirche. Und es war eine große Kirche mit fast 1000 Leuten. Und tatsächlich war der Einzige, wie lange Haare gehabt habe. Und ich habe so gewartet, wann fängt dann Papa an, so sauer zu werden. Aber er hat gedacht, Hauptsache er ist gläubig, auch mit langen Haaren. Und dann mit 16 Jahren war mein Ziel, nicht abhängig zu sein von meinen Eltern mit 16 Jahren. Ich wollte nicht studieren, ich wollte nur etwas machen, ich wollte Geld verdienen. Und mit 16 Jahren wurde ich Beamter an der Post und habe mein eigenes Geld verdient. Und wisst ihr, was ich als erstes gemacht habe? Da, wo ich gewohnt habe, gab es kein Fernsehen. Meine Eltern, da wo in der Kirche, wo sie waren, das war ein Teufelgerät, kein Fernsehen. Und ich wollte einen Fernseher haben. Und ich wusste, das gibt jetzt Konfrontationen. Ich war 16 Jahre alt und ich wollte einen Fernseher haben. Und da weiß ich, bin ich zu meiner Mutter gegangen und habe gesagt, ich kaufe mir einen Fernseher und wenn es der Vater nicht will, dann ziehe ich aus. Ich verdiene ja mein Geld, ich nehme ein Zimmer, ich gewohnt, wenn es nur ein kleines Zimmer ist, ich werde einen Fernseher haben und werde ausziehen. Und ich wusste, die Mutter wird es dem Vater sagen. Der andere Morgen kommt, kam meine Mutter und sagt, der Vater hat gesagt, ist besser, du bleibst hier mit Fernsehen. Das war mein Leben, immer mit einem Vater, wie dich lieb hat, aber wie du auf Konfrontation gehst. Du willst dich beweisen, du willst beweisen. Und weißt du, dass du in unserem christlichen Leben ist es auch so. Wir wollen nicht abhängig sein, wir wollen auch Gott zeigen, wir können es auch, guck mal Gott, wir sind begabt, sei froh, dass du uns gefunden hast. Und plötzlich ist diese Konfrontation auch in unserem Leben da. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht und war sehr erfolgreich. Und ich hatte mit 21 Jahren war ich Geschäftsführer von einer Firma und habe dann ganz schnell 20, 30 Mitarbeiter gehabt. Und so meinem Vater so zeigen, hör zu Papa, du bist schon 30 Jahre Beamter, so sinngemäß, ich verdiene 5-mal mehr wie du. Ein gutes Gefühl, weißt du, dieser Papa, wie dein Held ist, und mal so diese Rebellion, wie in dir steckt, ist einfach da. Und dann plötzlich erkennt ihr wahrscheinlich meine Geschichte, die Geschäfte gingen plötzlich so schlecht und ich war auf der Flucht, weil der Anwalt gesagt hat, das wird gefährlich. Ich hatte zu dieser Zeit 6 Firmen in Frankreich und die waren alle verbunden und Steuer und alles Mögliche. Dann habe ich alles losgemacht und bin auf die Flucht gegangen nach Deutschland, dass die Justiz in Frankreich nichts machen kann. Der Anwalt hat gesagt, im Ausland haben sie keine Risiko, können sie nach Deutschland gehen. Wegen dieser Business-Sache werden sie nicht suchen. Und ich ging dann nach Deutschland und hatte 2 Millionen Schulden in Frankreich. Und ich durfte aber niemand sagen, wo ich bin, dass die Polizei mich nicht findet. Aber meinem Vater habe ich es gesagt, ich habe das Vertrauen gehabt. Und da war ich auf der Flucht und dann hat mich die Polizei gesucht und dann haben sie meinen Vater vernommen. Ein ganz lieber Papa, ein treuer Beamter, ein treuer Christ, abgeholt von der Polizei. Und die haben ihn stundenlang verhört und Druck gemacht. Und mein Papa hat gesagt, ich bin Christ, ich darf nicht lügen. Er dürfte dann nicht sagen, ich weiß nicht, wo er ist, aber wollte auch nicht seinen Sohn verraten. Dann haben die stundenlang verhört und Druck gemacht und die Polizei kann das. Und am Ende vom Tag haben sie ihn fast auf die Straße, sie haben ihn im Auto abgeholt, und dann haben sie ihn auf die Straße gesetzt, dann musste er noch zu Fuß Kilometer nach Hause gehen. Aber er hat nichts gesagt, er wollte seinen Sohn nicht verraten und hat nicht gelogen. Aber es hat ihn ziemlich kaputt gemacht und mich auch. Verstehst du, das ist so, diese Beziehung mit dem Vater, es hat diese große Enttäuschung. Und dieser arme Mann, wie nicht gemacht, ich muss sagen, stundenlang verhört. Und dann hat Interpol mich rausgefunden, wo ich bin, und haben sie mich gefangen und ins Gefängnis gemacht.
Und wer kommt nicht mich besuchen? Mein Papa. Ich kann dir das vorstellen, dieser kleinere Mann, ganz ehrlich, ganz sanftmütig, ganz lieb. Der hat nicht mal in seinem Leben, glaube ich, eine Kirche geklaut oder so etwas. Und dann steht er vorm Gefängnis und da stehen die ganzen Prostituierte, die Zuhälter besuchen, die Diebe, die Mörder, die Familie, dieses Volk steht an der Tür. Mein Papa steht da an dieser Tür, muss fast eine Stunde warten, bis er seinen Sohn besuchen kann. Und das sind so schlimme Erfahrungen, wo in deiner Kindheit ein Held, so, du machst dich selbstständig, du willst beweisen, ein bisschen Rebellion, und trotzdem liebt er dich immer weiter, ist wieder da. Und ich glaube, das ist auch etwas, was wir in unserem geistlichen Leben nachvollziehen können. Ich merke immer wieder als Pastor, wenn Leute sich bekehren, ist Gott ihr Held. Und natürlich ist die Gemeinde und der Pastor und alles lieb und herrlich und ganz, ganz toll. Und da kommt aber auch bei Christen plötzlich die Zeit, wo sie sich beweisen wollen. Kennt ihr diese Zeit, wo du denkst, ja, ich weiß es auch, ich muss mir nicht immer so, ich kann es. Und dann probieren wir so Schritte zu machen und sogar teilweise Gott zu provozieren. Und unsere Beziehung mit Gott hat öfters etwas zu tun mit dieser Beziehung, wie wir in unserem Leben gehabt haben. Mein Flugzeug hat 2 Stunden Verspätung gehabt in Frankfurt. Ja, das ist dann schon ziemlich lang, weil ich schon vorher dort muss sein und da ist 2 Stunden Verzögerung. Da waren wir in dieser Halle, haben gewartet. Und was machst du dann? Redest du mit Leuten? Und ich weiß nicht warum, ich komme immer auf dieselbe Gespräche. Und da war ein Mann bei mir. Und plötzlich erzählte er mit mir und über seine Krankheit, über alles. Und plötzlich fängt an, Gott zu reden. Und dann fing ich an, vor ihm zu sagen, was ich sehe in ihm. Und es war total, dass man dann nachgelaufen bis an um Flugtreppe, bis in die Dinge rein. Und da saß nochmal eine andere Frau nebenan, die dazugehört. Ich habe es gar nicht gemerkt. Und sagte sie, ich auch. Und plötzlich war die auch da und ich fing an, über ihr Leben zu prophezeien. Und sagte, hör zu, dein Problem in deinem Leben, das, was dich zerstört, das hat etwas zu tun mit der Beziehung mit deinem Vater. Dann explodiert sie und sagt, ich hasse meinen Vater. Ich hasse ihn. Ich habe das noch nie gesehen von einer Frau, die ist 70 Jahre alt bestimmt, wie dieser Hass gegen ihren Vater rausgekommen ist. Es hat mich schon so schockiert, dass sogar wenn der Vater gestorben ist, immer noch dieser Hass da ist. Und ich habe mit ihrer Frau geredet und ich habe nie daran gedacht, wir waren in Frankfurt im Flughafen. Und dann, wie wir hergekommen sind, eine Stunde später habe ich sie im Hotel getroffen hier. Und ich begrüße sie alle Morgen hier im Hotel drin. Aber es hat mich schon so beeindruckt, diese Trink. Wegen dem, ich glaube, es ist wichtig, dass wir wieder das finden, dieses Vater im Himmel. Dieser, auch wenn du vielleicht kein guter Vater gehabt hast, auch wenn du vielleicht schreckliche Sachen erlebt hast, ich glaube, dass Gott deine Seele, dein Herz heilen kann. Dass du wieder dieses Bild von einem heiligen Vater. Ich möchte mal so sagen, für mich war mein Vater immer so dieser fast perfekte. Und vor 20 Jahren war in Stuttgart, beim Peter Wenz war das, so eine Pastorenkonferenz für so regionale, und ich war mal dort. Und dann hat er das Thema angesprochen, so von Vater, vom Vaterherz und von dem eigenen Vater. Und ich bin dann heimgefahren und sagte, das ist eine tolle Predigt, aber das ist nicht mein Problem. Ich habe immer eine super gute Vaterbeziehung gehabt. Und dann weiß ich noch, das ist in Stuttgart auf der B10, bin ich heimgefahren und im Auto sagt der Herr zu mir, Piero, du irrst dich, du hast ganz tiefe Verletzungen in dir drin. Du hast ein schlechtes Vaterbild. Und ich weiß, da auf dieser Hauptstraße war gerade ein Parkplatz frei, ich habe mich sofort hingestellt und plötzlich fängt der Heilige Geist meine Vision zu schenken. Ich war 6, 7 Jahre alt, ich ging in die Schule. Und ich habe in mein Zeugnis bekommen und in Benehmen hatte ich einen 6. Bei meinem Vater, weil er sehr gläubig war, konntest du überall schlechte Note haben, nur nicht als Benehmen, als Christ. Und ich hatte einen 6er.
kannst du das vorstellen, ich muss nach Hause laufen, das war ungefähr 1 Kilometer, mit diesem Zeugnis. Und ich konnte nicht. Nicht, dass ich Angst gehabt habe vom Vater, sondern ich habe gewusst, es wird ihm etwas zu brechen. Ich kann nicht nach Hause gehen mit dem. Und als kleiner Junge von 6, 7 Jahren stand ich da und ich wusste, ich kann nicht nach Hause gehen, denn mein Vater verkraftet das nicht. Und ich weiß noch, ich stand an einer großen Kreuzung, an einer Hauptstraße, und dann kam so ein LKW und ich wusste, da springe ich drunter und dann ist das Problem gelöst. Und dann kam dieser LKW und ich wollte gerade rüberspringen und plötzlich ist jemand hinter mir, ein Mann, mit einer großen Stimme so, Junge, was machst du denn da? Und zieht mich so zurück und ich bin so erschrocken, dass ich nicht mehr getraut habe und ich bin nach Hause gegangen. Es war gar nicht so schlimm, wie ich mir es vorgestellt habe, aber diese Angst, mein Vater so enttäuschen. Und dann in Stuttgart, auf diesem Parkplatz bin ich da und der Heilige Geist zeigt mir die Situation wieder. Ich hatte es fast verdrängt. Und er sagte, weißt du, du hattest Angst, deinen Vater zu enttäuschen, du warst bereit zu sterben. Das ist immer noch in deinem Leben drin. Und da in diesem, ich saß da in meinem Auto drin und der Heilige Geist kam so stark in dieses Auto hinein. Ich bin da eine halbe Stunde gesessen und ich spürte, wie der Geist Gottes mein Herz geheilt hat. Dass diese Angst, wenn ich etwas Schlimmes anstelle, ich enttäusche meinen Vater im Himmel nicht. Ich kann zu ihm hingehen. Und weißt du was, ich glaube, das hat mein geistliches Leben gerettet. Ich glaube, es gibt auch Leute hier, die diese Erfahrung vielleicht nicht gemacht haben, wie es verdrängt haben. Ich glaube, das ist eines der wichtigsten Punkte ist für diese prophetische Gebetsarmee, dieses prophetische, dass wir dieses kennen, dieser unser Vater im Himmel ist Vater der Gnade. Und weißt du was, wenn du zu ihm kommst mit deiner Sünde, du wirst ihn nie enttäuschen. Er kennt dich. Der Herr hat einen Tag zu mir gesagt, Piero, ich weiß sogar, wenn du sündigst, warum du gesündigt hast. Er guckt nicht die Sünde, sondern er probiert dir zu helfen, dich zu heilen. Und ich glaube, dass wenn man diese prophetische Ebene gehen, geistlich höher gehen, dann müssen wir diese Beziehung mit dem Vater in unserem Geist ganz stark aufbauen. Nicht, lieber Gott, ich möchte jetzt fliegen in die unsichtbare Welt hinein, lieber Gott, ich möchte Erfahrungen haben, es kann so gefährlich sein, sondern ich habe einen Vater im Himmel und wenn dieser Vater im Himmel mich sogar mich ruft, in die unsichtbare Welt zu gehen und Dämonen zu begegnen und Engel zu begegnen, ich habe einen Vater im Himmel, wie die Hand über das ganze Universum hält. Aber dieser Vater, es muss in deinem Herzen sein. Es muss nicht in deinem Verstand sein, nicht in deiner Theologie. Dein Vater muss da drin sein. Als ich später dann geheiratet habe, dann hat man nicht so viel Zeit mit dem Vater Beziehung zu haben, ist man beschäftigt. Dann heiratet man und dann muss man einen Job machen, muss man ein Haus bauen und Kinder und alles Mögliche. Dann hat man wenig Zeit und dann, der Vater ist ja sowieso da und er freut sich, wenn er Enkel hat und es ist alles so okay. Und dann probiert man, wenn man stärker wird, der Vater so dem Vater zu helfen. Und dann ist mein Vater in die Rente gekommen. Ich beschreibe mal meinen Papa. Mein Papa hat sein ganzes Leben, Urlaub oder nicht, ist egal wie, ein Hemd angehabt und Krawatte. Ist der perfekte Beamte. Ganze Leben. Und er hat so den Garten gemacht und das Auto gewaschen. Und hat gekocht mit Hemd und Krawatte und hat einen Schurz drüber angezogen, dass es nicht schmutzig macht. Und dann wollte ich meinem Papa helfen. Ich wollte, dass mein Papa frei wird. Und dann ist er in die Rente gekommen und ich habe ihm einen Jogginganzug gekauft. Und ich habe gesagt, Papa, du musst frei werden von Krawatte, du musst frei werden. So 2, 3 Jahre vor, dass er gestorben ist, sagte Piero, ich würde dir gerne den Jogginganzug zurückgeben, hat ihn nie angezogen. Es ging nicht, es hat mich im Moment sehr verletzt. Warum hört er nicht auf mich? Ich probierte, meinen Vater zu verändern. Probieren wir das manchmal nicht, wenn wir beten? Gott, könntest du deine Meinung nicht verändern ein bisschen? Ich finde das und das, was du machst mit dem, das ist nicht gerecht.
Ich finde, du sollst aufhören, billige Gnade dem zu geben. Habt ihr das manchmal auch schon in den Gedanken gehabt? Weißt du, du sollst Gott nicht verändern wollen. Und dann, als mein Papa gestorben ist, nach Hause gegangen ist, merkte ich erst später, ich hätte gern ein bisschen mehr Zeit mit ihm verbracht. Ich hätte gern ein bisschen mehr Zeit und vielleicht mehr besucht und mehr geholfen, mehr Zeit mit ihm verbracht. Aber es geht ja nicht mehr. Er ist weg, er ist gestorben. Und das muss eine schreckliche Erfahrung sein, wenn man plötzlich Gott sucht und man findet ihn nicht mehr. Es ist etwas abgeschnitten. Ich erzähle das, weil das heute Morgen so der Herr mir hochgebracht hat. Und ich möchte fragen, was ist deine Beziehung mit deinem Gott, mit deinem Vater? Hast du diese Vaterbeziehung? Du kannst ihn nicht verändern. Dein Vater im Himmel ist heilig und hat keine Fehler und macht nichts falsch. Hör auf, ihn anzuklagen, hör auf, ihn zu verändern wollen. Und wenn Sachen in deinem Leben geschehen, wie du nicht verstehst, die Bibel sagt, alle Sachen, die geben das Beste für dich, für die, die Gott lieb haben. Und wenn du dann Gott lieb hast, alles, was du nicht verstehst in deinem Leben, was schräg gegangen ist im Leben, was du nicht verstehst, sagst, ich verstehe es nicht, Herr, aber ich weiß, du machst keinen Fehler, du bist ein guter Gott. Und ein Tag wird es uns zeigen, dass er keinen Fehler gemacht hat und dass alles, was er zugelassen hat, gut war in deinem Leben drin. Ich habe so heute Morgen dieses Gefühl, es wäre gut, wenn man diese Zeit in uns wieder finden würde, wie wir kleine Kinder werden. Wo dieser Vater dich in den Arm nehmen konnte. Selbst als Vater, wisst ihr, was ich so immer schön gefunden habe bei meinen Kindern, wie sie so 1, 2 Jahre alt waren oder 3 Jahre alt und konnten nur nicht richtig reden. Dann haben sie etwas gehabt, wie das Reden ersetzt hat. Wenn sie etwas wollten, standen sie vor mir und immer. Es war so schön. Meine Sarah, meine Lidi, sie standen so vor mir und ich wusste, das bedeutet, trag mich, nimm mich in den Arm. Da habe ich immer gespielt, so was, ich verstehe nicht, was willst du haben? So. Weil ich ehrlich bin, die Zeit, das ging zu schnell rum und ich bereue es manchmal sogar, dass es war die schönste Zeit, wo die Kinder noch nicht reden können oder noch nicht fast nichts machen können und wow. Glaubt ihr, dass dieser Gott im Himmel das auch liebt? Glaubt ihr, dieser Gott im Himmel die Fähigkeit hat und die Freude hätte, wenn wir manchmal so stehen vor ihm, wie kleine Kinder? Papa, ich liebe dich. Trag mich. Ich pack's nicht allein. Ich bin nicht der große Prediger, ich bin nicht der große Evangelist. Ich bin kein großes Vorbild. Aber es macht nichts. Trag mich. Weißt du, meine Kinder, wo wir gestanden sind, haben die Hände hochgehoben. Habe ich nicht gesagt, hast du das Zimmer aufgeräumt? Hast du den Teller leer gemacht? Warst du anständig? Nein. Das hat mein Herz berührt, wie ich die Hände gesehen habe. Und ich glaube, dass wir manchmal, wenn wir das Prophetische und das Übernatürliche gehen wollen, müssen wir zuerst wieder Kinder werden. Diese Vater-Beziehung wieder aufbauen, dieses Vertrauen total haben. Ich habe noch nie gesehen, wie ein Kind von 3 Jahren zum Papa sagt, oder meine Kinder, Papa, heb mich hoch, aber lass mich nicht fallen. Nee, die denken gar nicht daran. Wenn sie älter werden schon. Meine älteste Tochter, da haben wir noch in Frankreich gewohnt. Da haben wir so einen alten Küchenschrank gehabt, ziemlich hoch. Wie alt war die? Vielleicht 18 Monate. Dann habe ich immer die Kleine auf den Küchenschrank oben drauf gesetzt, bin 2 Meter zurückgegangen und habe gesagt, spring! Und die hat Freude gehabt, die ist gesprungen, ich habe sie so wie im Flugzeug gefangen und runtergemacht. Noch einmal Papa, noch einmal Papa. Und ich habe sie mal hochgesetzt. Und dann kam ein Tag die Mama rein. Ich höre heute noch das Schrei. Ich möchte das Mikro nicht kaputt machen. Sie kam rein und sie sah, dass
und lass ein Schrei los. Und weißt du was? Die Kleine wollte niemals mehr springen. Der Schrei der Angst ist reingegangen. Gibt es manchmal bei Christen auch den Schrei der Angst? Das, was du machst, ist gefährlich. Du kannst keinen Dämon austreiben. Du kannst das nicht machen. Gib Achtung von geistlicher Leiter. Du bist noch nicht so weit. Und der Schrei der Angst geht in dich hinein. Und du springst nicht mehr ins Übernatürliche, weil du Angst hast. Ich würde gern euch lernen zu springen in die Arme des Papas. Die Schrei der Angst ist manchmal in uns drin und es ist nur etwas in uns drin. Ein Kontrollgeist. Aus unserer Sicherheit. Ich weiß, wir haben so ein Seminar gemacht in der Schweiz. Und es war so Zeit, wo wir für die Leute gebetet haben. Es war ein bisschen auch manchmal so gerade vielleicht diese Zeit, wo die Leute so umgefallen sind, so ganz schön. So ist jemand hinter mir? Es war ein Stück Salbung und ein Stück einfach Experimente. Dann hat man gesagt, Piero, ich möchte, dass du mal ein Experiment machst. Diese eine Frau, wie ich immer so gern fallen lasse. So. Probier mal, ihren Kontrollgeist wegzumachen. Und dann habe ich sie nach vorne gerufen und habe so einen Stuhl genommen und gesagt, stell dich auf den Stuhl. Mach die Augen zu, ich werde für dich beten. Plötzlich sahst du diesen Kontrollgeist bei ihr, diese Panik. Wenn ich jetzt umfalle, bin ich einen Meter höher, da kann ich mir alle Knochen brechen. Obwohl ich 2, 3 Männer drumherum gerufen habe, ich merkte diesen Kampf mit diesem Kontrollgeist. Und dann hat Gott gesagt, brech ihn. Ich habe die Hände aufgelegt und habe diesen Kontrollgeist zerbrochen. Und ich kann das sagen, die hat sich wie eine Blume fallen lassen. Und es war so, wie es in die Arme vom Papa reingefallen ist. Dieser Kontrollgeist. Und weißt du was, wir müssen frei sein von diesem Kontrollgeist. Von diesem Schrei der Angst. Und wieder eine ganz neue Beziehung mit unserem Gott aufbauen. Ich weiß warum, ich hätte gern, dass wir im Moment aufstehen. Ich habe euch vorher erzählt, dass heute Morgen mein Tablet, mein Computer leer war, weil der Stecker noch halb drin gesteckt ist und es hat nicht gelangt, dass die Stromverbindung da ist. Vielleicht ist heute Morgen dein Stecker nicht ganz drin zum Vater. Diese Beziehung zu deinem Vater im Himmel, der seinen Sohn gegeben hat für dich, der dich lieb hat, der dein ganzes Leben deine Seite war, ob du es gemerkt hast oder nicht, der dich geliebt hat, auch wie du die schlimmsten Fehler gemacht hast, auch wie du rebellisch warst, auch wo du religiös warst, wo du andere gerichtet hast, wo du ungerecht warst, aber immer dein Vater. Er hat dich gerettet, er hat dich gerufen und trotzdem bist du öfters deine Wege gegangen. Und er blieb immer dein Vater. Aber du hast den Stecker nicht ganz drin. Du hast es ersetzt mit viel Bibelwissen, Salbung spüren. Aber dieser Stecker zu deinem Vater im Himmel hat jemand gezogen. Du hast es vielleicht gar nicht gemerkt. Und heute Morgen kannst du diese Stecker ganz neu wieder reinmachen. Dass plötzlich wieder weißt, du hast einen Vater im Himmel, dem sein Name geheiligt ist, der heilig ist, der keine Fehler macht, der dich liebt über alles, der nur einen Wunsch hat,
dass du sein Reich mitbaust, dass du zu ihm kommst und dein Wille abgibst. Ich möchte heute Morgen dieses Gebet nochmal sprechen. Und während diesem Gebet, gib die Hand dem Heiligen Geist. Und wenn du merkst, dass irgendwo ein Moment ist, wo du die Stecker rein sollst machen, dann mach ihn heute Morgen rein. Unser Vater im Himmel, sein Name werde geheiligt, denn er ist heilig. Ein heiliger Gott ohne Fehler, ohne Sünde, ein Gott der Liebe, dein Vater. Sein Reich soll kommen in deinem Leben, in deiner Familie, in deinem Land, da wo du hingehst. Heute Morgen, dein Wille geht in den Hintergrund und sein Wille wird Stück für Stück offenbart in deinem Leben. Heute Morgen ist dein Vater hier und er streckt dir seine Hand und sein Herz entgegen. Und er möchte wieder mit dir eine Herzensbeziehung haben. Er möchte heute Morgen, dass sein Herz und dein Herz zusammenkommt. Das ist die Salbung von Elia. Das Herz des Vaters von deinem Herz soll zusammenkommen. Du kannst heute Morgen diese Stecker wieder reinmachen. Und du wirst sehen, wie deine Batterie wieder gefüllt wird. Du wirst voller Kraft sein, voller Glauben sein. Der Zweifel, kein Strom mehr zu haben, wird weggehen in deinem Leben. Heute Morgen. Lass der Heilige Geist diese Stecker zusammen machen. Elia sucht prophetische Kinder. Aber zuerst möchte er sie zum Vater bringen. Ans Herz des Vaters. Elia ist hier und sucht prophetische Frauen, prophetische Männer, die seinen Mantel tragen werden und wo Menschen von Herz zu Gott bringen werden. Wenn du eine Beziehung hast zu deinem Vater im Himmel, und hast diese Ehrfurcht Gottes auf deinem Leben. Das wird Menschen anstecken. Und du wirst Menschen nicht mehr bepredigen, sondern sie werden diese Ehrfurcht Gottes auf deinem Leben sehen. Du wirst vielleicht Menschen manchmal nur in den Arm nehmen und diese Ehrfurcht Gottes wird sie berühren. Du wirst manchmal vielleicht nur Menschen in die Augen schauen und die Ehrfurcht Gottes wird kommen. Und sie werden eine Beziehung mit diesem Vater im Himmel haben. Du wirst Leute nicht mehr belehren wollen, sondern auf deinem Leben liegt diese Salbung des Elias. Und du wirst ihr Herz zum Herzen Gottes bringen. Heute Morgen sehe ich gerade, wie dein Stecker wieder reingeht. Plötzlich spürst du wieder das Herz des Vaters. Dieser Vater, wie seine Kinder liebt. Dieser Vater, wie dir alles vergibt. Dieser Vater, wie dich versteht. Dieser Vater, wie stolz ist auf dich. Dieser Vater, wie dich angenommen hat, wie du bist. Dieser Vater, wie sich gar nicht mehr erinnert an deine Vergangenheit, an deine Schandtaten. Sondern ein Vater, wie seine ganze Hoffnung, Vertrauen setzt auf deine Zukunft. Dass du mit ihm gehst, Hand in Hand,
Herz an Herz. Und du wirst ihm dienen. Lass das Stecker tief in deinem Herzen drin. Wenn du heute Mittag oder heute Abend irgendwo betest, vor dass du anfängst zu beten, denk an deinen Stecker. Er ist von deinem Herz in sein Herz drin. Es ist kein Gebet der Angst und kein Gebet des Zweifels, sondern das Gebet ein kleines Kind, wie es seinem Papa geht. Und das kleine Kind wird wachsen und wird stark werden. Sich geliebt fühlen und keine Rebellion entwickle mehr, sondern die Gegenwart Gottes sein. Vater, ich danke dir. Du bist ein guter Gott. Und Herr, ich danke dir, dass du in diese letzte Zeit noch einmal Elia schicken wirst auf diese Erde. Und er wird das Herz des Vaters und das Herz der Kinder zusammenbringen. Und es wird eine prophetische Generation aufstehen, so dass Jesus kommen kann und eine Gemeinde ohne Runzel, ohne Flecke abholen kann. Keine religiöse Gemeinde, keine vaterlose Gemeinde, sondern eine Gemeinde, wie der Vater die Herzen der Kinder kennt und die Kinder kennen den Vater. Ich danke dir, Herr, für das, was du heute Morgen machst. Und dass es gut ist. Dass es gut ist. Bleib im Moment in dieser Gegenwart Gottes. Wenn es dir hilft, leg die Hand auf diese Stecker. Und sag, ich werde nicht mehr loslassen. Diese Beziehung muss da sein. Sie muss da sein.